Mein Name ist Theresa Bohrmann. Wir sind hier auf dem Betriebsgelände der Gänsezucht Eskilzen zwischen Leipzig und Dresden. Wir halten hier am Standort knapp 9000 Zuchtgänse. Wir haben in den letzten 4 Jahren 3 neue Gänseställe bei uns hier gebaut, um den Tieren so viel wie möglich Komfort zu bieten. Für heiße Sommertage, die für Gänse sehr belastend sein können, haben wir eine Sprühkühlung installiert. Das heißt, dass wir sicherstellen können, dass auch bei Temperaturen über 30 Grad die Temperatur im Stall nicht über 26 Grad steigt. Das Erste, wenn man in den Stall kommt, ist die Gössel anzusprechen und zu sich zu locken. Da Küken immer als Gruppe agieren, werden sie angelaufen kommen. Und man kann mit einem Blick sehen, ob es Küken gibt, die sich nicht bewegen, die nicht auf die Beine kommen. Auch bei großen Gänsen prüft man, wenn man den Stall betritt, ob die Tiere alle agil sind. Man geht eigentlich niemals direkt quer durch den Stall, sondern immer außenrum, dass die Tiere ausweichen können. Dabei sieht man ganz genau, ob Tiere bewegungsunfähig sind. Dann werden natürlich die Futter- und Tränkeinrichtungen kontrolliert, da bei Gänseküken es sehr wichtig ist, dass sie Tränken haben, in die sie den Schnabel eintauchen können, die allerdings natürlich auch schnell verdrecken, müssen diese täglich sauber gemacht werden. Natürlich muss die Temperatur auch stimmen, je nach Alter am Anfang etwas wärmer. Je älter die Küken werden, kann pro Tag die Temperatur immer weiter abgesenkt werden. Bei ganz kleinen Küken wird zunächst immer per Hand eingestreut. Besonders wenn man die Küken zunächst in einem Kükenring aufstallt, dann ist die einzige Möglichkeit per Hand. Dabei kann man auch gut prüfen, ob die Einstreu dick genug ist. Am Anfang sollten mindestens 10 cm dicke Einstreu im Stall für die Küken bereitstehen, dass sie nicht von unten, also vom Bauch heraus, auskühlen. Gänse als Wassergeflügel benötigen die Möglichkeit, den Kopf mindestens bis über die Augen in Wasser tauchen zu können. Das kann man auf der Weide sehr einfach mit großen KG-Rohren zum Beispiel darstellen. Sie können so auch ohne Probleme ihre Nasenlöcher ausspülen, was für Gänse sehr wichtig ist. Stellt man den Gänsen eine Bademöglichkeit zur Verfügung, ist es dabei sehr wichtig, da auf Reinlichkeit und Sauberkeit zu achten. Und das muss dementsprechend täglich mindestens einmal gereinigt werden und sauber gemacht werden. Gänsenester sind immer auf der Erde, ebenerdig, dicht nebeneinander. Es sind keine Höhlen oder Kästen wie bei Hühnern. Da würden Gänse nicht reingehen. Die wollen immer ein bisschen den Überblick bewahren und behalten und schauen, was um sie herum passiert. Die Haltungsunterschiede von Zucht- und Mastgänsen sind zum einen natürlich, dass die Mastgänse durchaus ihr ganzes Leben auf der Weide verbringen können. Bei Zuchtgänsen ist etwas anders. Sie brauchen ein bestimmtes Lichtprogramm, um eine hohe Legeausbeute letztendlich zu erreichen. Bei Gänsen sind ganz typische Anzeichen für eine Erkrankung oder dass das Tier sich nicht wohlfühlt, wenn es dreckig ist. Wenn wir eine saubere Herde haben von weißen Gänsen und ein Tier ist deutlich grau, ungepflegt, dann ist es ein deutliches Anzeichen dafür, dass es diesem Tier nicht gut geht. Wenn man ein Einzeltier aus einer Gruppe separieren will, sollte man das doch möglichst zu zweit machen. Diese am besten in einer Ecke separieren, nicht ganz alleine, weil Gänse dann schnell Panik bekommen, wenn sie ganz alleine sind. Man packt also schnell den Kopf und die Flügelansätze und hebt das Tier so hoch und hat es so relativ sicher fixiert. Besteht ein Aufstallungsgebot? Und die Gänse müssen in den Stall, das heißt auch die Mastgänse. Muss man natürlich wissen, dass für die Gänse zunächst Stress bedeutet. Wichtig ist, dass man dort täglich für frisches Stroh sorgt, auf alle Fälle möglicherweise auch Heuballen in den Stall stellt, dass die Tiere daran rumknabbern können zum Beispiel. Da Gänse wirklich alles anfressen und mit ihren scharfen Hornlamellen auch wirklich alles zerbeißen können, sollte man davon absehen,
zum Beispiel Plastibälle in die Ställe zur Beschäftigung zu legen. Sobald der Ball kaputt ist, werden die Gänse das Plaster auch oder den Gummi auch auffressen, was gesundheitlich natürlich nicht sehr förderlich ist. Der Unterschied zwischen Hühnern und Gänsen ist folgender. Gänse sind zum einen Gruppentiere, die immer als Gruppe agieren, das heißt auch als Gruppe flüchten oder sich als Gruppe bewegen, im Gegensatz zu Hühnern. Gänse lassen sich sehr gut prägen, das heißt, wenn man eine kleine Küken täglich mehrmals besucht, sich mit denen auseinandersetzt, sich mit ihnen beschäftigt, folgen sie einem weiterhin, auch wenn sie größer sind.